Wen habe ich denn jetzt vor der Kamera? Mein Name ist Matthias Kellner vom Kreisfeuerwehrverband Schweinfurt. Ich bin heute bei der Übung in Volkach dabei und begleite das durch die Presse. Was läuft hier auf Main ab oder wie ist das Übungsszenario? Das Übungsszenario ist jetzt so, dass zwei Schiffe kollidiert sind. Es ist momentan eine Brandbekämpfung mit mehreren Verletzten, wo die Rettung jetzt begonnen hat. Also momentan ist es so, dass wir Einsatzkräfte bis zu 100 Personen im Einsatz haben. Wichtig ist natürlich hier der Erstzugang zum Schiff, die Personenrettung, erst einmal die Sichtung vor Ort, was für Verletzungen liegen vor und dann natürlich die Brandbekämpfung. Was ist besonders wichtig bei dieser Brandbekämpfung? Was muss man besonders achten? Ja, am Main natürlich die Besonderheit, wie kriege ich das Wasser erst einmal zum Brand? Man denkt immer, der Main, ja, da ist Wasser, aber ich muss natürlich das Wasser erst einmal zum Brandherd hinbekommen. Und das gestaltet sich momentan ein bisschen schwierig. Jetzt sehe ich natürlich auch Unmenge Rauch in dem Schiff. Ist das jetzt ein Problem für die Feuerwehrleute, diese unheimliche Rauchentwicklung? Natürlich ist das immer ein Problem, so ein Rauch anhand von der Sicht. Ich habe da innen wirklich nur eine Sicht von nicht einmal einem Meter. Und das gestaltet sich natürlich schwierig, weil die müssen sich entlang tasten. Es könnte ja auch sein, dass auf so einem Schiff jede Menge Personen sind. Also Personen, wie bringen wir die jetzt mit diesem kleinen Booten aus dem Schiff raus? Ich bin ja kein Feuerwehrmann oder so, oder Feuerwehrfrau. Wie bringen wir die raus aus diesem Schiff? Also es können ja 100 Leute drin sein. Das ist richtig und deswegen sind auch mehrere Boote momentan im Einsatz, was einfach versuchen, anhand von Pendelverkehr die Patienten vom Boot zum Land zu bringen. Yeah.
Thank you.